Yo, Kunstrasen für die Osnabrück-Runde 2011. Überall in Überzahl. Der zwölfte Mann, das ist bei uns mehr als bloßes Marketing. Das haben wir schon oft bewiesen, wenn's auf dem Rasen hart abging. Ja, ja, ja. Lass uns der Liga zeigen, dass Teamgeist das Spiel entscheidet. Lila weiß nicht lose, sondern hochverdiente Siegen heißt. Eigentlich war Matze Heidrich die zwölf schon reichlich heilig. Doch er hat sie freigemacht und bei den Fans vorbeigebracht. Die Heimbilanz beweist, dass sowas Team und Fans verbinden kann. Wie Abwehr und Angriff nach einem Ballgewinn Björn Lindemann. Das Flutlicht haben wir freitags unseren feierlichen Rat. Doch die Fangemeinde will auch auswärts endlich was zu feiern haben. Unsere Liebe ist nicht saisonabhängig, sie hält ein ganzes Leben. Es geht nicht drum, alles zu gewinnen, sondern alles zu geben. Auf das es über Jahre durch die Straßen schreit, bei uns in Osnabrück ist Fußball in Naturgewalt. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann und pusht uns zum Klassenerhalt. Auf das es über Jahre durch die Straßen schreit, bei uns in Osnabrück ist Fußball in Naturgewalt. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann, der VfL spielt immer in Überzahl. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann, am Team sind wir immer in Überzahl. Wenn der Ball an der Bremer Brücke auf die Ränge fliegt, kommt's vor, dass es für den Gegner weder Einwurf noch Ecke gibt. Weil der zwölfte Mann, ohne dass der Schiri sieht, in die Spitze spielt und den Assistpunkt kriegt, wenn Schmidt in den Knick zieht. Wir machen 40 Punkte voll, der Erfolg liegt in unserer Hand. Mit breiter Brust durchs Land statt mit dem Rücken zur Wand. Ja, ganz vorne in der Sportschau, wir haben die dritte Liga satt. Osnabrück ist und bleibt eine Zweitligastadt. Ey, fragt mal diesen Hopp oder den Abramovic. Einfach nur mit Kohle schmeißen bringt auf nix. Die Ostkurve und der Treffpunkt gehen damit einher. Ganz rasch aus dem Fahrstuhl kommt man nur mit einem Mann mehr. Osnabrück, das sind wir alle. VfL, das ist hier jeder. Egal ob Stadionsprecher oder Zehner, Ordner oder Torwarttrainer. Und wird es eng, dann schreit der zwölfte Mann extremer. Dann halt der Soundtrack zum Klassenerhalt durch die Arena. Auf das es über Jahre durch die Straßen schallt, bei uns in Osnabrück ist Fußball in Naturgewalt. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann und pusht uns zum Klassenerhalt. Auch das ist über Jahre durch die Straßen schreit, bei uns in Osnabrück ist Fußball in Naturgewalt. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann, der VfL spielt immer in Überzahl. Auch das ist über Jahre durch die Straßen schreit, bei uns in Osnabrück ist Fußball in Naturgewalt. Ost, West, Nord, Süd, im Stadion steht überall der zwölfte Mann und pusht uns zum Klassenerhalt.